Jo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Ja, im letzten Part sind wir in Madain-Sari, wie man das nennt, das Nest nennt, gelangt. Und ja, jetzt können wir erstmal zu den Wandgemälden, oder wir werden, sollen jetzt zu den Wandgemälden geführt werden, oder erstmal kriegen wir echt ein Time Event. Ey, Alko beim Kochen. Echo Fresh wollte ich gerade sagen. Echo Fresh beim Kochen. Also, wie viele Boiler gilt es zu stopfen? Einmal für Devil, einmal für Alko, dann für diesen etwas trübsinnigen kleinen Jungen Vivi. Und für die muss ich wohl auch einen Teller richten. Dann noch jeweils für Mogu, Moko, Mosha, Shimomo, Mogelmo und Morrison. Für den Topf bitte mit Wasser, damit es für alle reicht. Und stell ihn auf den Herd. Alko kümmert sich um die Zutaten. Kupo. Die Mogis helfen mir eifrig mit. Finde ich geil. Für wie viele soll ich Wasser holen? Also warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie viel war das jetzt? Warte mal, für 10. 2, 4, 6, 8, 10. Okay, also 10. Eintopf brüllt fein, jetzt noch einen Granatenkürbis und ein paar Cherryfrüchte rein. So muss es sein. Zum Aschenbecken noch die Bergjuckzippen aus Condeapata, immer nur rein damit. Dankeschön! Jetzt kann es endlich losgehen. Hühnlein rein und Hui Sasa, Pfeffer, Salz und Tralala. Eine Kartoffel, Tralila, Trala. Noch ein Kürbis, wunderbar. Noch ein wenig Salz, ja. Cherryo-Frucht und oh, süße Cherryo-Frucht. Und jetzt noch Pi mal Daumen, ein paar Zirpen, dann juckt der Gaumen. Hab einen an der Angel, Kupo? Was für ein Brocken, Kupo? Warte lieber auf einen kleineren. Die Küche. Muss ja richtig umrühren, sonst kocht noch alles an. Kohlt, schön. Das ist aber wirklich ein dicker Brocken. Bei drei Hieven wird das Ding mit einem Ruck an Land, okay? Eins, zwei, drei. Oh. Ah! Wirklich sehr dicker Brocken. Ach, herrlich, ey. Ich sag ja, ich finde den Humor so Bombe. Ich hab's schon sehr oft gesagt, aber. Das ist Wahnsinn, ey. Da, Wandgemälde. Tschüss. Er hält hier Wache. Wahrscheinlich fühlt er sich ein wenig gekränkt. Es ist zwar auf Anordnung von Freund Alko passiert, aber er war wohl etwas beschützt darüber, dass jemandem von außerhalb Eintritt gewährt wurde. Aber seid unbesorgt. Wir Muckis haben alle Freund Alko so lieb, dass auch er es bald verstehen wird, Kupo. Scheint ja echt eine große Sache zu sein, diese Wandgemälde. Das Volk der Esper hat seit Generationen diese heiligen Wandgemälde gehütet. Das Volk der Esper. Ich muss Kitty holen, sie kann auch Bestia beschwören. Tatsächlich? Oh, dann muss ich ihn nochmal holen. Meine Fresse. Kann ja selber ihren Po dahin bewegen. Ist doch was um die Ecke. Ist halt nur schön, dass mal jetzt keine Kämpfe hier sind. Die nerven oder so. Kitty! Hey, komm mal mit, da gibt's etwas, das anscheinend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Der Beschwörungsmagie? Ja genau, nennt sich Platz der heiligen Wandgemälde oder so. Und wieder laufen. Aber sonst nichts zu tun. Dun, 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 dun. Oh. So, tretet bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde der Espa, des Espa-Volkes oder der Espa-Volkes, Volks, ach keine Ahnung. Es ist schon fast 0 Uhr, ich kann nicht reden. Das Volk der Espa erforschte die Bestia und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede Neuentdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestia alle wirklich? Kupo! Ja, völlig. Sie ist sozusagen die heilige Stätte der Espa, Kupo. Fräulein Alko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren. Welche ist das? Das ist Ansmos. Bahamut. Was hast du, Kitty? Du bekommst sie schon wieder zurück. Na, bis jetzt haben wir nur eine. Und das ist Ramu. Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. Machen wir. Was kannst du da derweile machen? Die Natur stand bei den Espa an höchster Stelle. Sie nannten diesen Planeten hier Gaia und sehen in den Bestien eine Art Schutzgötter, die über diesen Planet wachen.
Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden, Kupo. Die Espa kam vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land, aber jetzt. Klingt jetzt nicht so berauschend, muss man so fast sagen. Active Time Event. Alko beim Kochen Teil 2. Oder Part 2, wie man so schön in Let's Play-Szene sagen würde. Ja, toll. Dieser Köder war einfach schadenhaft, Mann. Weiße Haut, weiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kuya, von dem David gesprochen hat? David und die anderen schuchen nach ihm, Mampf. Man nennt mich Queener, Mampf. Jetzt weiß ich's, das Ding, was am Bergweg hinter Mogu her war. Ich bin Alko. Mogu, wenn du den da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen. Kupo, ich rieche Eschen, Mampf. Aber das ist nicht für dich. Aber das Feuer ist zu schwach, Mampf. Ich sag bloß, du kannst außer Essen auch noch kochen. Mein Schicksal ist es, die Geheimnisse der alles Essbaren zu ergründen, Mampf. Das ist ja die Gelegenheit, Queen hat Probekosten. Ich weiß, wie viele Schicht in diesem Dorf befinden, Mampf. Die und die anderen ein paar muckrig insgesamt 11, Mampf. Oh, scheiße. Das Gericht ist für dich viel zu wenig, Mann. Ich gebe heute leer auf. Aber mit diesem Herd ist ein Gericht für neun schon das Maximum, Mann. Ein Menü für alle war also gar nicht möglich, Mann. Oh nein! Eine alte Weisheit besagt, koch lieber zu viel als zu wenig, Mann. Man weiß schließlich nie, wann man unerwartete Gäste bekommt. Und vielleicht gibt es ja ein Vielfraß unter den Gästen, Mampf. Ich kann nicht kochen, wenn für mich nichts übrig bleibt, Mampf. Ah, geil. Fischen, Mampf. Kupo? Oh, geil, Leute, ehrlich. Oh, seltsamerweise müssten sie schon längst durch sein. Das Feuer ist zu schwach, aber mehr geht mit diesem Herd nicht. Kupo, Kupo-Popo, aber dieser Vivi. Genau, der Junge kann schwarze Magie benutzen, er kann uns mit einem Zauber bestimmt helfen. Jetzt fehlen nur noch ein paar frische Fische. Oh, der war ja richtig episch gerade, Leute, boah. Oh, ey, der war cool. Ich kann nicht kommen, wenn für mich nichts übrig bleibt. Die heiligen Wandgemälde wurden die ganze Zeit von Alko und ihrem Volk behütet. Und auch wir Mogris haben die ganze Zeit auf die Wandgemälde und auf Alko aufgepasst. Also fass ja nichts an. Und wo ist jetzt dieses Volk? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. Aus welchem Mund dann? Lass andere Leute für dich sprechen. Ja, trotzdem noch ein wenig nachdenken. Kupo! Kupo! Das heißt so auf Kupisch rein. Ey, sieht gut aus. Und zwei Truhen, wie ich von dir sehe. Kupo. Willkommen, David. Keine falsche Bescheidenheit. Da hast du aber ordentlich was zusammengekocht. Vivi hat Alko ein wenig geholfen. Dann mal ran an den Speck. Und? Nicht schlecht, der Eintopf. Der Fisch ist echt super. Könnt mir locker noch ein paar von denen reinschmeißen. Sag mal, Alko, wo sind eigentlich die anderen Esper? Hab bis jetzt noch keinen einzigen getroffen. Sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch. Sie schlafen alle unter der Erde. Was? Alko ist die einzige noch lebende Esper. Sein Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Alko alleine mit den Mogis zusammen. Ganz alleine? Aber es macht Alko nichts aus. Alko ist nicht einsam. Ich wusste nicht, dass das Wort schon halt nur für Alko existiert. Hä? Was ist los? Alko hat das Dorf nicht verlassen, weil sie darauf wartete, dass jemand wie du, David, einen Prinz, die eines Tages abholt und das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Was soll denn das jetzt, wo wir gerade unseren Gefühlen freien Lauf lassen wollten? Diese Juckzirpe hat ja einen Schnurrbart. Genau wie. Juckzirpe? Ach, du meinst die Bergjuckzirpen, die sind eine Spezialität von Condea Pater. Kupo, der hat einen Schnurrbart. Egal, dann lass jucken, die Zirpen. Hau dir lieber den Fisch rein, der ist bestimmt voll in Ordnung. Danke, es war ausgezeichnet. Boah, ich bin pappsatt. Uff, ich bin nicht voll gefressen. Und dieser köstliche Geschmack macht doch sicherlich süchtig, oder?
Ja, wie dem auch sei, hätten wir noch einige Fragen. Wie dem auch sei? Das ist aber gar nicht nett. Also beleidigt. Toll. Ich räume jetzt ab, bring das Geschirr in die Küche, David. Mal kurz gucken, was die Zeit sagt. Entschuldigung. Ah, darf ich erstmal hier. Ach, scheiße. Gut, okay, dann bring ich erstmal Geschirr in die Küche, Leute. So. Jetzt kommen wir vor wie bei Sims hier. Kitty ist wohl noch nicht. Ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nur gut für Alko ist. Hab ich was am Mundwinkel? Ja. Danke, Liebe. Stell es einfach dorthin. Sag mal, Alko, weißt du etwas über den Baum Lifas? Was ist mit Lifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Alko versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort rein hinein könnt. Du hast den Ort versiegelt, Alko? Nein, nicht wirklich. Bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach. Bevor Alko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestien an Lifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestie dort zu verbannen. Falsch beschworene Bestie? Also hier machen wir auch erstmal Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.